Sit down, stay calm. Joachim Fernau Cäsar lässt grüßen Die Geschichte der Römer Vol. 5 Ein Langenmüller Hörbuch gesprochen von Philipp Kreiselmeier Das dreizehnte Kapitel berichtet von einem der größten menschlichen Rätsel der Geschichte Von der Verwandlung des Scheusals Octavian in den segensreichen Augustus es berichtet auch von seinem erstaunlichen Dressurakt der Zähmung der Wölfin. Wie weiter? Cäsar hatte es nicht gewusst, Octavian wusste es. Noch war die Frage nicht aktuell, aber über kurz oder lang musste sie es werden. Er war Oberbefehlshaber aller Streitkräfte und Statthalter der Provinzen. Er hatte die Veteranen zu versorgen, was ein sehr umständliches, langwieriges Unternehmen war. Er hatte die Verwaltung der Provinzen zu reorganisieren, er hatte noch vieles zu tun, was das Volk abwarten musste. Es wartete. Rom war ruhig. Es gab keinen Cinna, keinen Clodius, keinen Catilina. Octavian zeigte keine Lust, sich an jemand zu rächen. Wer sich gefürchtet hatte und geflohen war, kehrte zurück. Die Patrizier bezogen wieder ihre Stadthäuser. Die Volksversammlungen tagten und suchten nach irgendetwas, was sie beschließen könnten, und der Senat regierte wieder in voller Pracht die auf die Stadt gerichteten Belange, die Polizei, die Steuern, die Bauten, die Verpflegung und was bei Oberbürgermeisters so anfällt. Am 13. Januar 27 ließ Octavian die Bombe platzen. Er erschien im Senat ernst und feierlich zu einem von ihm anberaumten großen Staatsakt und legte freiwillig alle Macht in die Hände des Volkes zurück. Die Römer draußen auf dem Forum waren wie vom Donner gerührt. Seine Freunde im Senat waren es weniger. Wohl informiert über den genauen Ablauf des klamourösen Spektakels übertönten sie den ohrenbetäubenden Lärm immer deutlicher mit dem Ruf nach Octavian. Und beschworen ihn, die Geschicke des Reiches nicht aus der Hand zu geben und sie nicht allein zu lassen. Octavian, drei Leibchen, es war wie gesagt Januar, lächelte herzlich und versicherte, er habe keine Wünsche, der Senat möge beschließen und das Volk möge befehlen, was es wolle. Er werde gehorchen. Das war am 13. Januar. Am 16. ebenfalls in einem feierlichen Akt, verlieh ihm der Senat im Namen des römischen Volkes den Titel Augustus. Es war nicht etwa ein Name, zu dem er erst nach dem Ende des römischen Reiches geworden ist, es war ein Titel. Augustus, Augusta, Augustum hieß erhaben, erhaben im etymologischen Sinne über die Menschen gehoben. Es hieß auch hochheilig. Man hatte im Senat des Langen beraten, ob man nicht besser den Titel Romulus wählen sollte, um auszudrücken, dass mit Octavian die Geschichte Roms neu beginne. Er selbst hat dafür gesorgt, dass dieser Vorschlag nicht durchdrang, er hätte ihn abgelehnt. Ihm kam es auf den Titel Augustus an, mit dem sich etwas ganz anderes verband. Als Geschichtemacher bestätigt zu werden interessierte ihn nicht für fünf Pfennig. Das Adjektiv Augustus aber, war ein altes kultisches wort es stand wenig unter divinus göttlich jupiter war divinus die laren und penaten waren augusti im volk vor allem bei den einfachen menschen auf dem lande hatte das wort augustus einen ausgesprochen geheimnisvollen religiösen charakter ein augustus stand in überirdischen beziehungen zu den göttern er hatte das rote telefon zum olympus Glücklich das Volk, in dem er einstweilen noch Mensch lebte. Stück für Stück drängten ihm Volk und Senat seine Macht wieder auf. Das Volk in dem Bewusstsein, einen Zauberstab zu besitzen, der Senat in der Einsicht, dass es niemanden gab, dem sich das Glück so an die Fersen heftete und unter dessen Händen sich alles in Gold verwandelte wie bei Octavian, dem Augustus. Er beugte sich dem Wunsche des Senats und übernahm neben dem Konsulat den Oberbefehl über die Streitkräfte und die Statthalterschaft über die Provinzen auf zehn Jahre. Er wurde oberster Kriegsherr, der allein über Krieg und Frieden zu entscheiden hatte. Von dieser Zeit ab bezeichnete er sich als Prinzeps, seine Erfindung. Das Wort wäre mit Prinz oder Fürst sehr falsch übersetzt. Augustus hat alles, was an Königtum oder Feudalismus erinnerte, sorgfältig vermieden. Prinzeps ist aber auch nicht, wie es oft zu harmlos übersetzt wird, nur der friderizianische Erste Diener des Staates oder der Primus Inter pares. Prinzeps ist die Staatsspitze. Die Staatsspitze war nicht ein Amt, denn es gab keine Planstelle, die seine Vollmachten umfasst hätte. Die Staatsspitze war seine Person. Er, nur er. Infolgedessen konnte auch niemand auf den Gedanken kommen, hier werde sich ein Zustand verewigen und ein Amt vererben. Sie hatten ihm keine goldene Kette gegeben, sondern nur zwei Hände voll unzusammenhängender Glieder. Dachten sie. Am 1. Juli 23 hatte er die Glieder zu einer Kette zusammengefügt. An diesem Tage übertrugen ihm Volk und Senat auf Lebenszeit die tribunizische Gewalt, ohne Volkstribun zu sein, das bedeutet, ohne vom Veto eines anderen Tribunen in der Volksversammlung jemals behindert werden zu können. Damit wurde er alleiniger Gesetzgeber, wie es die alten Könige gewesen waren. Wir nennen es Kaiser, und da Augustus nicht mehr lebt, kann er uns nicht widersprechen. Wir lernen auch, 30 vor bis 14 nach Kaiser Augustus wovon außer seinem Todesdatum überhaupt nichts stimmt. Im Jahre 30 war er Konsul, Oberbefehlshaber und Statthalter, eine Kollektion von Ämtern, die er durchaus nicht als erster in der Geschichte innehatte. Drei Jahre später war er außer Konsul überhaupt nichts, also alles andere als Monarch. Augustus hieß er nicht, und Kaiser, das heißt König über Könige oder mehrere Reiche, war er auch nicht. Es müsste heißen, wie es Theodor Mommsen bezeichnet haben wollte, 23 vor bis 14 nach, Julius Cäsar Octavian jahres Unser Wort Kaiser, ebenso Zar, hat sich durchaus unlogisch aus Cäsar gebildet. Wenn wir in den späteren römischen Herrschern überhaupt den Anlass der Wortbildung sehen wollen, weil sie alle ihrem Familiennamen Cäsar Augustus hinzufügten, dann haben wir für den Herrscherbegriff das falsche Wort herausgenommen. Cäsar hießen auch die Kronprinzen. Augustus war das Wort, das nur die Souveräne führten. Statt Kaiser Wilhelm II. müsste es eigentlich heißen August Wilhelm II., August Barbarossa, August Napoleon. Mommsen nannte Octavian Diarch statt Monarch. Er deckt damit das ganze Geheimnis der Herrschaft Octavians auf. Die scheinbare Doppelsouveränität von Prinzeps und Senatus Populusque Romanus. Augustus hat im Laufe der Jahre den Römern eine Verfassung gegeben, die die Fiktion der Demokratie aufrecht erhielt und sie glauben ließ, mit ihm zusammen, nur mit getrennten Kompetenzen, zu regieren. Das demokratische Regiment in Rom und monarchische Regiment im Reich. Das Ei des Kolumbus war gefunden. Die Iden des März würden sich nicht wiederholen. Wirklich nicht? Kein Dolch, kein Schwert, kein Gift für die Viper? Hatten sie alles vergessen, seine Lügen, seinen Verrat, seine Treulosigkeiten, seine Grausamkeit? Wir sind, meine Freunde, in der römischen Geschichte an jener Stelle angelangt, an der sich ein Wunder vollzog, ein Wunder, das man zwar mit einem nüchternen Satz bezeichnen, aber auch mit hundert nüchternen Sätzen nicht erklären kann. Octavian war ein anderer Mensch geworden. Dieser Heilsarmee-Traum ist eines der größten Rätsel der Geschichte. Fünfzehn Jahre lang hatten die Römer Octavian als Schuft gekannt. Diesen Schuft und keinen anderen hatten sie geblendet von seinen Erfolgen und zugleich euphorisiert von tiefen mystischen Erinnerungen Augustus genannt. Doch als sie am nächsten Morgen aufwachten, sahen sie anstelle Octavians tatsächlich einen neuen Menschen. Wie in unseren Märchen war die Kröte verschwunden und der Königssohn stand da. Von nun an müssen wir alles vergessen, was wir über Octavian wissen. Der Mann, der jetzt in goldgestickter Purpurtoga mit dem Lorbeer im Haar durch die Menge geht, hat sich in den Antipoden seiner Jugend verwandelt, vielleicht in langen inneren Kämpfen, Vielleicht mit der Kraft eines Schauspielers. Sueton berichtet, dass Augustus in seiner Todesstunde an die Freunde, die sein Lager umstanden, lächelnd wie immer, die Frage richtete, ob er das Schauspiel des Lebens nicht gut gespielt habe. Welches war die Rolle und welches das Leben? Wer war der wahre Octavian Augustus? Der erste, sagen Sie, weil er damals noch frei von Maskenzwang war? Der zweite, sagen Sie, weil er endlich frei von dem politischen Zwang zum Bösen war. Er, der nie Recht gekannt hatte, war jetzt der Inbegriff der Rechtlichkeit. Er war zügellos gewesen, jetzt lebte er schlicht wie Cato. Er war unbarmherzig gewesen, jetzt war er milde. Er hatte die Menschen verachtet, jetzt hielt er schützend die Hand über jeden. Er hatte nie verzeihen können, jetzt verstand er alles. Er hatte Rom in Wirren und Bürgerkriege gestürzt, jetzt wurde seine Regierungszeit eine lange Friedensperiode, vierzig Jahre des Friedens, in denen Rom zu dem erblühte, wovon uns heute noch die Ruinen erzählen. Mir ist das königliche Rom zu groß, Horaz siebte Epistel. Mir auch, aber es ist zu spät. Die letzte Möglichkeit, diese Stadt, die längst die sinnlose Hypertrophie sterbender Zivilisationen zeigte, zu zwei teilen, hätte Sulla gehabt, wenn er Konsuln, Senat und Tribunen gezwungen hätte, mit jedem Konsulat den Sitz der Regierung zu wechseln. Es gab mindestens zwei Städte, die dazu prädestiniert waren Mediolanum, Mailand im Norden, es wurde später für hundert Jahre tatsächlich Residenz, und Tarentum, Tarent am Ende der Via Appia im Süden. Unter Caesar war es schon fast zu spät, unter Augustus endgültig. Das Schicksal musste seinen Lauf nehmen. Nicht wahr, Sie waren schon einmal in Rom. Dann haben Sie also den fürchterlichen Schreck schon hinter sich. Als ich das Forum, diesen verlassenen, verwahrlosten Schutthaufen, diesen traurigen, toten Geröllplatz zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich nachts davon geträumt. Ich konnte lange das Bild nicht loswerden, immer sah ich die Gestalten der Fremden wie durch einen aufgelassenen Friedhof gehen, ab und zu sich bücken, als wollten sie eine alte Inschrift entziffern, ab und zu hinübersehen zu den blau blitzenden Asphaltstraßen, auf denen die Omnibusse in Richtung Kolosseum vorbeirauschten, während drei Meter unter der Erde die Reste des Forums von Gaius Julius Cäsar schlafen. Wohin ich im Traum mein Auge wandte, überall starrten mich hinter drei alten Säulen skurrile Fassaden katholischer Kirchen an, die sich fett in den letzten Marmor gesetzt hatten mit der Anmaßung der Ignoranten und mit dem Hass der Rache und immer hörte ich die Stimme des Fremdenführers. Treten Sie etwas nach rechts herüber, damit die Säulen Ihnen nicht den Blick versperren, dann sehen Sie die Reste der Maxentius Basilika, von der man zu der Kirche Santa Francesca Romana gelangt, die im zehnten Jahrhundert errichtet und mehrfach aus den umliegenden Steinen umgebaut wurde. Die Fassade stammt aus dem siebzehnten, der Glockenturm aus dem zwölften Jahrhundert. Im einschiffigen Inneren steht das Denkmal von Papst Gregor XI., das nach dem Willen des römischen Volkes diesem Papst in Dankbarkeit gesetzt wurde. Die Kirche steht auf dem Fundament des einstigen Tempels der Venus und der Roma. Hinter dem Eingang zum Forum liegt die Kirche San Lorenzo in Miranda. Weiter hinten, treten Sie bitte hierher, befindet sich die Kirche des heiligen Kosmas und Damian, ein Umbau des früheren Templum Sacrae Urbis. Im Inneren dieser einschiffigen Kirche Mosaikarbeiten und Dekorationen aus dem 17. Jahrhundert. Der einstige Tempel des göttlichen Romulus bildet heute die Vorhalle der Kirche. Die Völkerwanderung des 5. Jahrhunderts ist über das alte Rom hinweggegangen und hat es ausgeraubt. Und im 9. Jahrhundert ließ ein Erdbeben die Bauten zusammenstürzen. Zwei Naturereignisse zerstörend, aber ohne geistige Verantwortung. Erst später geschah, was die Menschenwürde beleidigt, wie so vieles Schlimme in der Welt, ad majorem dei gloriam. Aber was höre ich? Sie waren noch gar nicht in Rom. Dann geben Sie mir Ihre Hand. Wir wollen zusammen zum Forum Romanum gehen. Ich bin in diesem Augenblick Ihr Cicerone. Das Wort kommt, wie Sie richtig erraten, von Cicero. Es bezeichnet einen Mann, der beredter ist und faszinierender spricht als Marcus Tullius Cicero. In fremden Verkehrsorten hat das Wort mitunter den mitleidigen Beigeschmack eines Schwätzers. Ich füge das für meine Kritiker hinzu, um Ihnen die Möglichkeit eines kleinen Scherzes zu geben. Lassen Sie uns nicht die große Prachtstraße hinab zum Eingang, dem heutigen Eingang mit der Kasse gehen, und schauen Sie vorläufig auch nicht rechts oder links. Schließen Sie die Augen. Ich führe sie. Wir biegen rechts ab. Die Straße steigt etwas an. Es ist die Via del Tulliano. Was Sie hören, ist nicht das Rauschen und Raunen der Volksversammlung, es sind Autos. Und es ist nicht der Duft des alten Roms, der uns umweht, sondern der Duft der großen Welt, meist Schell und Esso. Hier ist ein Geländer. Drehen Sie dem Verkehr den Rücken, ehe. Sie sagen, wir wollten doch zum Forum Romanum? Aber, meine liebe Begleiterin, falls männlich, das Wort Liebe durch Verehrter ersetzen, wir stehen ja mitten drauf. Diese fabelhaft praktische Straße zerschneidet das Kopfende des alten Forums genau zwischen dem Fuß des Kapitols und dem Forumsfeld. Und nun mit dem Rücken zu den Autos öffnen Sie die Augen. Keine Angst, ich halte sie. Ja, das ist das Forum Romanum. Jetzt wollen wir versuchen, aus den Ruinen das alte Rom erstehen zu lassen. Direkt unter uns steht der Triumphbogen des spätrömischen Kaisers Septimius Severus. Zur Zeit des Augustus endete hier die Via Sacra, wenn man den Aufstieg zum Kapitol nicht mitrechnet. Nur eine kleine goldene Pyramide, deren verwittertes Fundament man noch rechts neben dem Triumphbogen in der Erde erkennt, erhob sich hier. Wir wissen nicht genau, wie sie aussah, aber wir wissen, was sie bedeutete. Sie war der Ausgangspunkt aller Reichsstraßen und zeigte die Entfernungen von hier, dem Mittelpunkt der römischen Welt, zu den Provinzen an. Von diesem goldenen Pyramidchen hatte man, da ja der Triumphbogen noch nicht existierte, freie Sicht auf das kastenförmige Gebäude dort links am Forumrand. Es ist, Sie werden es kaum glauben, die berühmte Curia, der Sitz des Senats, die Herzkammer des Imperiums. Es ist nicht die alte Curia, die von den Clodiusbanden in Brand gesteckt wurde, auch nicht die Cäsars, sondern eine viel spätere Erneuerung unter Diokletian. Aber am Grundriss wurde nie etwas geändert. Immer war sie, auch als es den Marmorsockel, den Giebelfries, die Dachfiguren, die größeren Fenster und ein Portal noch gab, immer war sie ein rechteckiger Ziegelklotz mit einem stumpfen Giebeldach, ein Magazin, ein altes Maschinenhaus, ein viereckiger Kasten, wie alle Prachtbauten. Was? Wie war das? höre ich sie rufen und pfeilgerade auffahren. Ja, ist Ihnen denn das noch nie aufgefallen? Entkleiden Sie die griechischen und römischen Tempel der Säulenumbauten und es bleibt ein Kasten als inneres Gebäude übrig, die Cella. Wenn wir vor dem Poseidon-Tempel in Pestum stehen, sind wir von der Säulenpracht so verzaubert, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen wollen, dass da drin, wo jetzt die Sonne durchscheint, ein Haus, und zwar ein kahles, nüchternes, stand. Für Augustus war die Curia ein feierlicher Anblick aber das ändert nichts daran, dass sie unter den hohen, prächtigen Forumsbauten auch damals schon fremd wirkte. Der bescheidene, gepflasterte Platz vor der Kuria war die Stelle, wo sich die Vertreter der Komizien versammelten. Am Ende des Komitium stand die Rostra, die kleine Rednertribüne. Der Redner sprach also mit dem Rücken zum Forum, das ihn nichts anging. Eines Tages aber drehte sich ein Volkstribun zum ersten Mal um, »Ein unerhörter Vorgang. Uns beweist er, dass sich die Zeiten entscheidend geändert hatten. Die Komizienvertreter waren nicht mehr allein da, sondern das ganze Volk, halb Rom, hörte auf dem Forum zu. Man sprach jetzt zur Masse selbst.« Als Cäsar die abgebrannte Curia neu aufbaute, beschloss er, in einem Aufwaschen gleich alles zu modernisieren. Er verlegte die Rostra von dem Vorplatz weg an die Kopfseite des Forumplatzes und machte aus ihr eine Art erhöhter Terrasse, eine 25 Meter lange Tribüne mit Ziersäulen, Statuen und Büsten. Die Fundamente sind noch zu erkennen. Hier feierte Cicero seine Triumphe als Redner, Rechtsanwalt und Konsul. Und auf dieser Terrasse, etwas seitlich, saß Cäsar auf einem goldenen Stuhl, als Antonius ihm zweimal den Königsreif anbot. Hier stand zwei Jahre später derselbe Antonius als größenwahnsinniger Triumvir und ließ dem Volke das Haupt und die abgeschnittenen Hände des von ihm geächteten und auf der Flucht ermordeten Cicero zeigen. Rechts, also gegenüber der Curia, stehen heute noch acht Ionische Säulen auf erhöhtem Podium. Es sind die Reste eines der schönsten und ältesten Tempel Roms, das Heiligtum des einst etruskischen Gottes Saturn, in alten Zeiten zugleich das Schatzhaus. An den Saturntempel schloss sich, das Forumfeld entlang, die Basilika Julia an. Basilika hat nichts mit Kirche zu tun. Ein langer, imposanter Bau, dessen oberes Stockwerk hinter einer figurengeschmückten Balustrade etwas zurückgesetzt war. Den Gebäudekern umgaben luftige Arkaden auf hohen Pfeilern. Von all dem sind heute nur noch die Sockel zu erkennen. Cäsar hatte den Bau begonnen, Augustus ihn vollendet. Er war also ganz modern. Hier wurde Zivilrecht gesprochen, hier befanden sich die Archive, hier hatten verschiedene Ausschüsse ihren Sitz, denn eine Welt ohne Ausschüsse, Neben- und Unterausschüsse ist nicht denkbar. Unter den Arkaden, also wieder da, wo sie einst vertrieben worden waren, hockten Händler hinter ihren bunten Verkaufsständen oder lungerte die Männerwelt herum und schwatzte über das Gladiatorentoto. An den Juliabau schloss sich der 500 Jahre alte Tempel des Kastor und Pollux an. Sein Podium lag sieben Meter hoch über dem Platz, ein enormer Tempel, rings von zwölf Meter hohen korinthischen Säulen umstellt. Von der ganzen Pracht stehen noch drei. Man sieht unter ihnen in die Gewölbe hinein, die einst die Geldtresore waren. Damit war damals das Forumende schon erreicht, denn zur Seite von Castor und Pollux stand bereits das Allerheiligste der Vesta, das zu allen Zeiten das Fußende des Forums bildete. Die Vestalinnen selbst wohnten in einem benachbarten Atrium. Das Heiligtum ist total zerstört auf uns überkommen, aber man hat aus den Ruinenstücken einen Teil rekonstruiert, um einen Begriff von dem schönen kleinen Rundtempelchen zu geben. In ihm brannte seit Urzeiten das ewige Herdfeuer, und hier ließ Marius den Pontifex Maximus ermorden, hier lag auch das Testament des Antonius, das Octavian sich angelte. Den Rest dieser Schmalseite des Forums nahm die Regia ein, der Sage nach der Amtssitz des Königs Numa Pompilius. Später wohnte hier jeder Pontifex Maximus, auch der unglückliche Lepidus. Von der Regia ist kein Stein übrig geblieben. Davor, wo eigentlich nichts zu liegen hatte, denn da begann der gepflasterte Forumsplatz, Stand seit Augustus ein neuer Tempel, nicht groß, aber ehrfürchtig bestaunt, der Tempel des vergöttlichten Cäsar. Es waren noch die Triumviren Octavian, Antonius und Lepidus gewesen, die ihn beschlossen hatten. Plattform und Altarnische existieren noch, sonst nichts. Hier an dieser Stelle war der tote Cäsar verbrannt worden. Und hier war es, wo Antonius an der Leiche des Diktators, seine berühmte Rede an das Volk hielt und die Rache anheizte. Nun sind wir auf der linken der Curia-Seite des Forums, die einst von einer Kette von Verkaufsbuden eingesäumt gewesen war. Das lag lange zurück und auch spätere kleinere Bauten hatten weichen müssen. Jetzt füllte die hundert Meter lange Basilica Emilia die ganze Längsseite bis zur Curia. Sie glich der gegenüberliegenden Basilica Julia hatte zurückgesetzte Dachterrassen und Arkaden. Hier saßen Ämter, Kanzleien, Archive, Büros. Heute Schutt und rauchgeschwärzte Ruinen. So sah das Herz Roms aus. Nur Stein, kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm in diesem Canyon von weißem Marmor. Wenn ich in Gedanken noch einmal alles durchgehe, und das Forum vor meinen Augen wiedererstehen lasse, so habe ich den schweren Verdacht, dass es wie ein Weltausstellungsgelände aussah. Es fehlen nur noch die Führungspfeile. Grüne Fleckchen waren allein noch die Hügel. Der Palatin, Ursiedlung dann vornehmstes Wohnviertel, dann Kaiserreservat, rechts neben dem Forum sanft ansteigend, war immer noch wie einst mit hohen Pinien, Zypressen und Steineichen bewaldet. Im Osten, wo damals das Kolosseum noch nicht stand, konnte man das Grün des Esquilin sehen, betupft mit den weißen Pünktchen der Villen und Pavillons zwischen Rosengärten und Springbrunnen. Dort wohnte Mäzenas, reich, ehrgeizlos, aus altem etruskischem Adel, Freund des Augustus und seltsamster Mann Roms. Sein Haus, weitaus das kostbarste, ragte mit seinen Türmchen hoch aus dem Grün heraus. Von der Plattform konnte man über ganz Rom und in die Ferne bis Tivoli und Tusculum blicken. Im Norden, soweit das Auge reichte, ein Gewirr von Dächern verschachtelten Gassen bis zum Pincho und der heutigen spanischen Treppe. Das war das Rom der Plebs und der Proletarii mit seinen Märkten, den Fischhallen, den Großbäckereien mit ihren Teigknetmaschinen, Brötchen für eine Million Menschen, den Kneipen und Herbergen, den Handwerkerstraßen, den Wagenremisen und Pferdestellen, den Müllwagen und stinkenden Gerbereien, den Wäschereien, den kleinen käuflichen Lupe mit ihren Zuhältern in der Tustischen Straße, wo sinnigerweise auch die Verleger ihre Schreibstuben und Magazine hatten, und mit den bummelnden Soldaten der Stadtprätur, deren Kasernen auf dem nahen Marsfeld an der nordöstlichen Mauer standen. Die Stadt der Plebs erwachte am frühesten zum Leben. Noch halb in der Dämmerung kamen die Lastwagen vom Lande und vom Hafen an. Nicht fünfzig oder hundert Eselskarren wie einst, sondern seit das Volk wohlhabend und anspruchsvoll geworden war, lange Züge von schweren Wagen voller Lebensmittel. Im Dämmerlicht noch bei Fackeln und Öllampen wurde abgeladen. Dann klappten bald überall die Fensterläden auf, die Türen wurden entriegelt und aufgestoßen, die Hunde sausten los, der Tag begann. Das Forum lag in diesem Augenblick noch in völliger Stille. Die Sonne kam langsam über dem Esquilin hoch, strahlte zuerst das Kapitol mit dem Jupitertempel und der Arx, der alten Burg, heute natürlich Kirche, an und ließ dann die Giebel der Forumbauten in ihrem Gold aufblitzen. Während der Platz noch im bläulichen Schatten lag. Die Pinien des Palatin und Zölius wechselten vom Schwarz zum samtnen Grün. Im Nordwesten, über dem Dächermeer, kamen die Maurergerüste des Pantheon, das Agrippa gerade privat für die Schirmgötter des Julischen und seines eigenen Hauses bauen ließ, ins Morgenlicht. Rauch stieg aus Kaminen auf. Aha, die Sklaven waren dabei, die heißen Bäder zu bereiten oder Mama am Pincho die warme Suppe. Die Sonne hatte den Dachfirst des Tempels des vergöttlichten Cäsar erklettert, und jetzt lag das ganze Forum im Licht. Die ersten Gestalten erschienen, die Toga fröstelnd an die Brust gedrückt, denn Augustus hatte gebeten, das Forum nicht mehr mit Mänteln, sondern nur in der klassischen Toga zu betreten, Pförtner und Stadtdiener eilten in den Dienst, dann die ältlichen, in aller Welt pedantisch gravitätischen Schreiber und Archivare, und mit jeder späteren Stunde die sichtbar höheren und vornehmeren Herren, Generäle, die es nicht lassen konnten, zu ihren Ausschüssen in klirrender Uniform zu erscheinen, dann Senatoren in ihren Togen mit dem Purpurstreifen, ein Konsul mit den Liktoren, und schließlich die Vestalinnen die einzeln oder in Gruppen die paar Schritte von ihrem Atrium zum Tempel hinüberschwebten, ohne rechts und links zu sehen. Die ersten Stunden waren die rumorigsten. Die kleinen Leute schwärmten aus, die Männer zur Arbeit, die Frauen zum Markt, die Kinder auf die engen, sandigen Straßen. In den reicheren Häusern zogen die Sklaven los zum Einkaufen oder brachten die Kinder zum Magister, falls nicht ein Lehrer ins Haus kam. Der Arzt stellte sich ein, hinter ihm der Sklave mit der Instrumententasche, und machte seine Visite wegen des kleinen Töchterchens, das immer noch ein bisschen fieberte. Ein tüchtiger Mann, der Doktor, hatte drei Jahre in keinem geringeren Asklepieon als Kos studiert. Er horchte die Lunge der kleinen Dame ab, zählte den Puls, untersuchte die Netzhaut und die Schleimhaut und verschrieb dann Kräuter und geriebene Holzkohle, hellsichtig wie Hippokrates. Bald erschien die Friseuse, die Masseuse, die Schneiderin, die vielen Freundinnen. Ein großes Gehen und Kommen war in den Morgenstunden auch unter den Männern. Wer Rang und Ansehen hatte, machte täglich schnell seinen Sprung zum Nachbarn, der noch mehr Rang und Ansehen hatte, oder zu ein paar Freunden, ehe er selbst seine Klienten empfing. Jene kleinere oder größere Schar von Anhängern, die er protegierte, deren er sich für alle möglichen Vorhaben und Geschäfte bediente, und die ihm auf der Straße sogar wie ein Rattenschwanz folgte. Eine der seltsamsten Erscheinungen dieser Zeit. Ein bisschen verrückt und unerklärlich, denn solche Patrone und Klienten gab es bis hinunter zum Großfleischer und Weinhändler, und es lag sogar ein Hauch von juristischer Verpflichtung darüber, zumindest aber das Noblesse oblige der Fürsorge. Die Triebfeder war sicher auf der einen Seite die zunehmende Berufslosigkeit der mittleren Stände und auf der anderen Seite das schmeichelnde Bewusstsein einer Hofhaltung. Man konnte es sich leisten. Rom war unermesslich reich geworden. Nur die unerschrockene Schar der Dauerproletarier, die Berufsunglücklichen, mahnte, dass das Paradies noch nicht erreicht sei. Die Handwerker waren nicht mehr arm. Den Arbeitern ging es gut, die Geschäftsleute waren reich. Wenn Sie wieder einmal nach Rom kommen, sehen Sie sich an der Porta Maggiore das Grabdenkmal an, das sich ein Bäcker setzen ließ. Ich hätte es für den Haupttresor der Bank von England gehalten. In Rom gab es zur Zeit des Augustus mindestens 50 Häuser, in denen goldene Betten standen und mindestens 5000, in denen man von Silber aß. Dabei erinnere ich mich an einen Brief, den noch kurz vor den punischen Kriegen ein karthagischer Gesandter nach Hause schrieb Ich habe jetzt nach und nach in ganz Rom herumgespeist und überall auf dem nämlichen Silber. Eine Familie hatte es der anderen ausgeliehen, nicht schwer es wiederzuerkennen, jetzt war es das karthagische, auf dem man speiste. Um die vierte Stunde, gegen zehn Uhr, vielleicht einmal früher oder später, er wachte in seiner bescheidenen Villa auf dem Palatin, das alte Haus in der Ringschmiedengasse hatte er endlich aufgegeben, der Herr der Welt, Gaius, Julius, Cäsar, Octavianus, Augustus. So spät? Eine Schande für jeden Römer, natürlich nicht für ihn. Wer weiß, vielleicht schlief auch Jupiter lange. Augustus war müde, er war eigentlich immer müde, wenn er bis tief nach Mitternacht gearbeitet hatte, konnte er schwer einschlafen. Manchmal ließ er einen Vorleser kommen, manchmal grübelte er vor sich hin, bis ihm endlich die Augen zufielen. Wie spät war es? Er rief den Nomenklator. Jedes vornehme Haus hatte einen Nomenklator, der hauptberuflich nichts weiter zu tun hatte, als die Uhrzeit zu wissen und alle Namen, Adressen und Telefonnummern der ganzen Stadt zu kennen. Augustus warf sich den Morgenmantel über und ging in einen Nebenraum, wo die Diener bereits mit dem Bade warteten. Keine große Sache, nicht wie bei Mäzenas. Er setzte sich in einen hölzernen Bottich und plätscherte abwechselnd ein bisschen mit Händen und Füßen. Sueton. Dann ließ er die Prozedur des Salbens über sich ergehen und erkundigte sich nach dem Terminkalender. Als er hörte, dass ihm heute weder die Tortur einer Reise noch die Qual einer Amtshandlung bevorstand, wurde er zusehends heiterer. Um elf kam der Arzt, Dr. Antonius Musa. Er kam zum ersten Mal. Mäzenas hatte ihn besorgt. Ein sehr, sehr guter Arzt, aber sehr lästig. Er untersuchte den Kaiser und stellte fest, dass die Kuren in den heißen Quellen nichts genützt hatten. Musa änderte die Behandlung vollständig. Zum Schrecken Augustus und zu unserem heutigen Staunen verordnete er die erste kaltwasser der Welt. "Domine", sagte der Arzt, "ich verspreche dir", aber weiter kam er nicht, denn Augustus fuhr ihn an: "Wenn du mich noch einmal Gebieter anredest, bist du das letzte Mal hier gewesen." Ein freier Römer hat keinen Gebieter, und ich bin der Letzte, der es sein will. Du hast mich mit deiner scheußlichen Kaltwasserkur schon genug geärgert. Komm morgen wieder, ich danke dir. Nach diesem Besuch wurde, historisch, Antonius Musa der Modearzt Roms. Wer zur Gesellschaft gehörte, übergoß sich jetzt mit kaltem Wasser und ging in Bächen spazieren. Augustus kleidete sich an, wobei er auch die Sandalen wechselte. Er trug gern Schuhe mit dicken Sohlen, die ihn größer erscheinen ließen. Livia, seine Frau, kam. Er begrüßte sie herzlich. Sie begleitete ihn zum Frühstückstisch. Er hockte sich nur auf einen Schemel, trank etwas Milch und aß ein bisschen Schwarzbrot mit Quark. Dann ging er in sein Arbeitszimmer und hinterließ für die Senatoren, die die durchgearbeiteten Akten abholen würden, eine Notiz. Er schrieb sauber und sorgfältig. Sein Latein war tadellos, aber etwas merkwürdig. Wenn er zum Beispiel mahnte, die Dinge müssten hingenommen werden, wie sie eben seien, schrieb er: Seien wir zufrieden mit dem Kato, den wir haben. Statt töricht schrieb er regelmäßig: Sau dumm. Statt schwarz oder gelb benutzte er beharrlich Schwarzfarben oder Gelbfarben. Statt Sumus, wir sind, erfand er Simus, wir seind. Bei Worten, die er am Ende einer vollen Zeile trennen mußte, setzte er den zweiten Teil nicht auf die neue Zeile, sondern unter die erste Silbe, sodass das ganze Manuskript von zweistöckigen Worten wimmelte. Es freute ihn, wenn sich die Schreiber ärgerten. Jetzt ließ er die Liegesänfte fertig machen und sich zu Mäzenas tragen. Auf der Via Triumphalis zwischen Palatin und Zölius wurde er erkannt, obwohl keine Lektoren oder Offiziere ihn begleiteten. Die Leute blieben stehen und grüßten ehrerbietig. Ein Alter rannte zur Senfte, warf eine Bittschrift hinein und wollte ängstlich kehrt machen, als die Stimme des Augustus ihn festnagelte. Halt, was fällt dir ein, wegzulaufen? Ich will nicht, dass du dich vor mir fürchtest wie vor einem Zirkuselefanten, dem man eine Münze zuwirft. Komm her, gib mir dein Täfelchen in die Hand. So ist es gut, ich werde es lesen. Wale. Er las: Die Fische von Marcus Linius auf den Nundinae der Vialata sind immer verdorben. Mein Sklave ist daran gestorben. Ich bin Publius Publicius, der Silberschmied. Er legte die Tafel unter das Kopfkissen. Mäzenas kam der Senfte schon im Rosengarten entgegen. Augustus stieg aus und umarmte den Freund. Wie geht es dir? fragte Mäzenas und atmete schwer, denn er war gelaufen und neigte zur Dicklichkeit. Schlecht, dein Doktor Musa war da. Und? Wieso und? Bist du sicher, dass der Mann alle Sinne beisammen hat? Kalte Wasserstürze. Mäzenas lachte. Er hat. Hast du gut geschlafen, Augustus? Nein, ich habe bis drei Stunden nach Mitternacht gearbeitet. Ich würde mich nachher gern ein bisschen bei dir hinlegen. In meinem Haus werde ich immer gestört, und es zieht. Findest du es richtig, dass Augustus Sommers und Winters in demselben primitiven Zimmer schläft? Mich friert überall, und es zieht überall. Übernimm mein Haus, Augustus, es gehört dir. Blödsinn. Und nenne mich nicht dauernd Augustus, ich heiße für dich Cäsar. Hast du eine Wassermelone? Eine Wasser. Vielleicht möchtest du nicht lieber etwas Kirschsaft, Augustus. Nein, ich möchte eine ordinäre Wassermelone, falls es sowas in diesem Palast gibt. Sicher. Setzen wir uns. Wie schön die Rosen duften, nicht wahr? Ich rieche nichts. Ich glaube, ich bin erkältet. »Ach, ehe ich's vergesse, schicke doch bitte jemand zu dem Fischhändler Markus Linius in der Lata und lasse sorgfältig prüfen, ob seine Ware einwandfrei ist. Falls nicht, lass ihn verhaften.« »Ist dein Vortragssaal schon fertig?« »Ja, eine Art Auditorium mit einem Halbkreis von vielen Stufen, wo man zwischen tausend Blumen sitzen kann. Möchtest du ihn dir ansehen?« »Jetzt nicht.« »Wie viel arme Schlucker unterstützt du eigentlich? Zehn?« Hundert? Ist Horaz da? Leider nein. Seit ich ihm das Landgut in Tusculum geschenkt habe, kommt er immer seltener nach Rom. Genau das wollte ich nicht. Ich hätte ihn so gern weiter um mich. Ich hätte auch so gern, daß er deine Biografie schreibt, Augustus. Der Kaiser lachte. Warum lachst du? Weil du mir Spaß machst. Nie schreibt er die. Er kennt Octavian noch gut und kennt Augustus. Ich bin ihm unheimlich. Ich bitte dich, wer soll ihm unheimlich sein? Octavian oder Augustus? Augustus. Wenn ich ihn einen Kopf kürzer machen ließe, würde er mich sofort verstehen und nenne mich nicht dauernd Augustus. Er hat mir einen Brief geschrieben. Lies vor. Fünf Tage nur, Mäzen, versprach ich dir, auf meinem Gütchen frische Luft zu schöpfen, »Nun lässt der lügenhafte Kerl den ganzen Erntemonat durch Vergebens auf sich warten. Doch wenn du mich erholt und guten Muts gern wiedersehen willst, so habe Nachsicht. So lange bis in Rom dem Fiebrigen die Ärzte nicht mehr solche Rolle spielen. Ich will durchaus des Freundes, der so viel für mich getan, mich immer würdig zeigen.« doch sollt ich niemals mich entfernen dürfen, so gib mir bitte die Robustheit meiner Jugend wieder. Wenn man so klein, so wenig wichtig ist wie ich, passt nur, was klein ist. Mir ist das königliche Rom zu groß. Hinter diese Dichter möchte ich auch mal kommen. Die haben auch mehrere Seelenleben, Mäzenas. Er ist ein großer Mann, Augustus. Du weißt übrigens, dass er der Sohn eines Freigelassenen ist. Ich weiß, ehrt ihn. Ich möchte überhaupt, daß die tüchtigen, gebildeten Sklaven freigelassen werden. Sie sollten sogar Ämter bekommen. Gut, daß wir davon sprechen. Bohre mal im Senat. Ich möchte, daß der Senat von selbst auf den Gedanken kommt. Hörst du? Ich höre, wie du befiehlst. Privat, verstehst du? Ich habe ja kein Amt. Alles, was ich in deinem Auftrag in die Wege leite, tue ich privat. Mir liegt viel daran. Ich danke dir. Du beschämst mich, sag so etwas nicht, Augustus. Ah, da kommt die Melone. Danke. Ich will dir etwas sagen, Mäzenas, was ich öffentlich nie aussprechen dürfte. Ich verdanke vier Menschen das, was ich geworden bin. Julius Cäsar? Jawohl, Julius Cäsar, der es mit dem Leben bezahlen musste, dass die Zeit noch nicht reif war. Und sonst verdankst du niemandem Blödsinn, das weißt du ganz genau. Zweitens, Agrippa. Ich habe ihn eine Woche lang nicht mehr gesehen. Wie geht es ihm? Gut, er baut, er verschönt Rom, er hat ein Herz aus Gold. Er war es, der für mich alle Schlachten gewann. Und du? Du hast sie nicht gewonnen? Ich bin völlig unfähig, eine Schlacht zu führen. Ich mag Kriege überhaupt nicht. Ach ja, da fällt mir ein, sprich mit den Tribunen und bringe sie dahin, dass sie ihr Veto einlegen, falls die Maßnahmen gegen die Helvetier beschlossen werden. Mögen die Helvetier den Pass sperren, ich habe nichts dagegen, ich will keinen Krieg. Die Herren in Mediolanum brauchen keine frischen Austern von der Normandie. Aber ich bitte dich, Augustus, es ist doch nicht wegen der Austern. Es ist der Handelsweg nach also doch Handel. Ich will keinen Krieg. Agrippa würde siegen. Wir brauchen nicht zu siegen. Es genügt. Bitte folge mir. Wie du befiehlst, natürlich. Sehr schön. Und der dritte, dem ich alles verdanke, ist Mäzenas. Genug. Du beschämst mich wirklich, Augustus. Wenn du mich doch nicht dauernd Augustus nennen würdest, wo ich Cäsar so gern höre. Cäsar gibt es zwei, Augustus nur einen. Augustus also schön räuchere weiter wovon sprachen wir von austern das könnte dir so passen du bist ein schlemmer mäzenas zu verweichlicht ich gönne dir alle freuden aber manchmal erscheinst du mir wie die vorweggenommene zukunft unseres volkes quo vadis roma und wie schick du wieder gekleidet bist entschuldige augustus darf ich dir einmal offen etwas sagen alles darfst du sagen. Ich bin modisch gekleidet, wie ein Äffchen, guter Mäzenas. Gut, wie ein Äffchen. Aber du, Augustus, bist deiner unwürdig angezogen. Na, nu? Wieso? Schau dir meinen Mantel an, tadellos, wie neu. Na höre, wie neu. Er soll nicht wie neu sein, er soll neu sein. Er ist zerknittert. Von der Senfte. Und hier ist er genäht. Nur die Naht, nur die Naht, Mäzeners. Sie war eingerissen. Nur die Naht, also praktisch gar nichts. Und hier ist er abgeschabt. Ein bisschen dünn, ja. Na und? Sieh dir mein Hauskleid an. Ist das auch nicht in Ordnung? Hat Livia gemacht. Jawohl, ich weiß, eine wunderbare Frau, die einzige Dame der Gesellschaft, die ihrem Mann die Kleider näht. Nicht wahr? Ich finde es auch fabelhaft. Ich kann nur seufzen, Augustus. Wovon sprachen wir? Von deiner Kleidung, Augustus. Nein, wir sprachen von dem Mäzenas, der mein unersetzlicher Diplomat war, obwohl er nie ein Amt haben wollte, der in den langen Jahren meiner Abwesenheit mir Rom eroberte, alle Menschen bezauberte und alle Gegner versöhnte. Ich bitte dich, Augustus, schweig. Du dankst niemand etwas, außer Cäsar und vielleicht Agrippa. Und Mäzenas, der mir sagte, wie ein Herrscher sein müsste, und der aus Octavian den Augustus machte. Und der vierte ist eine Frau, Kleopatra. Ihr verdanke ich, dass sie Antonius ins Verderben stürzte und Rom rettete, wenn es zu retten ist. Es häuft sich, Augustus, dass du in letzter Zeit solche bitteren Bemerkungen machst. Meine nächtlichen Ahnungen, Mäzenas. Aber beunruhige dich nicht, für dich reicht die Zeit noch. Kleopatra soll ja jetzt angeblich eine vogelköpfige Göttin sein. Was glaubst du, welchen Kopf sie jetzt trägt? Du bist ein bisschen zynisch, Augustus. Aber nein, eine Million Ägypter oder ich weiß nicht wie viele glauben es. Übrigens habe ich heute Nacht, als ich nicht schlafen konnte, beschlossen, ein Gebot vorzubereiten, das alle Welt sich schätzen lässt. Was ich werde alle Menschen des Imperiums zählen und registrieren lassen. Ja, um der Götter willen, was für ein Einfall. Ich will genau wissen, wer wo, wann, wie lebt, womit wir rechnen müssen. Du siehst mich sprachlos. Und wozu das? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass sich die Konsequenzen erst noch ergeben werden. Ich greife in die Zukunft. Jetzt muss ich schlafen, Mäzenas. Ja. Leg dich hin, du solltest nicht so spät in der Nacht arbeiten. Sondern? Am Tage lässt man mir keine Ruhe, die Audienzen, die Amtshandlungen, die Familie, meine Tochter, die mir Sorgen mit ihrem Lebenswandel macht. Abends muß ich Gäste einladen, auch heute kommt ein Tisch voll. Du weißt, wann man ist, um fünf Uhr, dann ist also schon der Nachmittag weg, dann würfeln wir noch ein Stündchen. Neulich sollst du fünfzigtausend Denare gewonnen haben. Woher weißt du das denn schon wieder? Und du hast dir die Schuld nicht bezahlen lassen. Wie kannst du nur? Und wenn du verlierst? Das ist etwas anderes. Cäsar zahlt immer. Auch wenn meine Familie irgendwo eingeladen ist, gebe ich jedem tausend Denare mit. Aber nun lass mal das Geld. Ich wollte sagen, ich liege da und höre zu, rede wenig und erfahre interessante Dinge oder auch nicht. Dann verabschiede ich mich. Ich wünsche, dass sich niemand dadurch stören lässt. Ja, ich wünsche nicht einmal, dass sie sich erheben. Gehts freundlicher Mäzenas? Ich verdufte also und beginne zu arbeiten. Gestern habe ich die Richtlinien für eine Rechtsreform aufgestellt. Stell dir vor, man hat bisher keinen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum gemacht. Und ich habe über die Schätzung nachgedacht, statt zu schlafen. Heute Nacht und morgen muß ich die Berichte aus den Provinzen durcharbeiten. Ich habe das ganze System der Steuerpachtungen abgeschafft. Alle Beamten werden fest besoldet. Übermorgen beginnt der Staatsakt der Hast du das nicht alles gewollt, Augustus? Ist das nicht dein Ziel gewesen? Ach, Mäzenas, mein Ziel war, Julius Cäsars Gedanken zu verwirklichen. Er hat gespürt, dass wir als Volk alt geworden sind und dass wir die Demokratie zu einem Marterinstrument gemacht haben. Das Prinzipat sollte eine neue weltgeschichtliche Epoche einleiten und Rom von dem Fluch und der Zwangsvorstellung der Bürgerkämpfe befreien. Ich habe Cäsars Testament erfüllt. Ist Rom glücklich? Ich glaube, ja, ich weiß. Bin ich glücklich? Du schweigst. Ich habe dauernd Hunger, komisch. Hast du ein paar Feigen? Sofort. Als wir noch jung waren, früher, als du noch Octavian. Sprich nicht weiter, Mäzenas. Es gibt kein Früher, und ich war nie jung. Es muss ein anderer gewesen sein. Wale, Mäzenas, ich lege mich jetzt schlafen. Und hinter uns im wesenlosen Scheine Liegt, was uns alle bändigt, das Gemeine. Ovid? Goethe. Je älter Augustus wurde, seine Haare begannen zu ergrauen und die Augen nachzulassen, desto drückender lastete auf ihm die Frage, an der die ganze Zukunft Roms hängen konnte, die Frage der Nachfolge. Die Einrichtung des Prinzipats war in den langen Jahren zu einer Selbstverständlichkeit geworden, sonst hätte, etwa bei einem frühen Tode von Augustus, niemand daran denken dürfen, seinen Platz einzunehmen. Augustus hat biologisch diese Hürde überwunden. Das Volk war mit der Vorstellung vertraut, dass er einen Nachfolger haben würde. Aber wo war er? Fünfmal hat Augustus eine Lösung versucht, fünfmal machte ihm der Tod einen Strich durch die Rechnung. Sein erster Kronprinz war der Sohn seiner Schwester Octavia, Claudius Marcellus, den er sehr gern hatte, schon um der geliebten Schwester willen. Um einen doppelten Knoten zu machen, verheiratete er Marcellus so rasch es ging mit Julia, seiner eigenen einzigen Tochter aus der Ehe mit Scribonia. Sie war vierzehn, er war siebzehn. Hier zeigte sich Augustus, verführt durch den Wahn vom eigenen Blut, zum ersten Mal unrealistisch. Zwei Jahre später war Marcellus tot. An seine Stelle rückte Agrippa. Die Römer verehrten Agrippa dem man schon einmal, als Augustus sich sehr krank fühlte, die tribunizische Macht und damit die Mitregentschaft übertragen hatte. Aber Freund Agrippa war vierzig Jahre alt, an eine Adoption war nicht zu denken. Infolgedessen erfand Augustus eine andere Lösung. Er zwang den sehr glücklich verheirateten Agrippa, sich scheiden zu lassen, und halste ihm die sechzehnjährige Julia auf, die sich inzwischen zu einem fatalen Strindbergschen Fräulein Julie zu entwickeln begann. Wahrscheinlich fluchend und wutentbrannt warf Freund Agrippa das Balk ins Bett und tat seine Pflicht. Julia gebar als 19-Jährige und als 21-Jährige zwei Söhne, Gaius und Lucius. Im Jahre 12 starb unerwartet Agrippa, der gesunde, robuste Agrippa, der den kränklichen, schwachen Augustus hatte überleben sollen. Jetzt wurden Gaius und Lucius ins Auge gefasst. Die beiden Kleinen wuchsen total ungesund und verzärtelt auf, was die Natur prompt quittierte, beide starben im Knabenalter. Gestorben war auch ein anderer, den Augustus in Reserve gehalten hatte, Drusus. Mit dem Namen können Sie nichts anfangen, nicht wahr? Ich möchte aber gern, dass Sie etwas damit anfangen. Darf ich fünf Minuten abschweifen? Augustus war dreimal verheiratet. Das Töchterchen von Volksfreund Clodius und der zerplatzten Fulvia hatte er, wie Sie wissen, unberührt returniert. Er heiratete Scribonia, die vielleicht etwas zwielichtig war. Aus dieser Ehe stammte Julia, gebildet, charmant, hübsch, nymphomanin. Von Scribonia ließ Augustus sich scheiden, als er Livia kennenlernte. Livia war damals die Frau des patrizischen Tiberius Claudius Nero. Bitte denken Sie jetzt nicht an Nero. Alle Welt wunderte sich, mehr noch war sprachlos, als einige Monate später Augustus die Scheidung erzwang und die hochschwangere Livia heiratete. Das ereignete sich im Jahre 38, als Augustus vom Scheitel bis zur Sohle noch in der Haut von Octavian steckte. Das Kind, das zur Welt kam, war jener Drusus. Aus dem Kinde wurde ein Mann, und zwar einer, der das Äußere seines Stiefvaters Octavian hatte, was er doch eigentlich nicht haben durfte, und den ernsten Charakter seiner Mutter Livia. Er wurde Offizier, sehr tüchtig, sehr beliebt, kämpfte sehr kühn in Nordgermanien, stürzte bei einer harmlosen Gelegenheit vom Pferd und starb. Der Fünfte war also auch tot. Es wurde einsam um Augustus. Jetzt gab es nur noch Babys, die seine Gene trugen. Er erwachte daher notgedrungen aus seinem Eigenbluttraum. Der realistische Staatsmann besann sich und fügte sich dem Schicksal. Er war nun sechzig Jahre alt, es musste etwas geschehen, und zwar sofort und für den Augenblick. Es gab nur einen einzigen Mann, dessen Ruhm in den letzten Jahren steil emporgeschossen war und der wenigstens einen gewissen Verwandtschaftsgrad erfüllte Tiberius Claudius Nero der Jüngere. Nein, nein, er ist immer noch nicht der Nero. Wie sein Bruder Drusus, ein Sohn Livias aus erster Ehe. Ein schwerer Schritt. Augustus mochte den Mann nicht. Aber das ist nichts im Vergleich zu den Gefühlen, die Tiberius umgekehrt für Augustus hegte. Als erstes wurde die alte Blutsmühle wieder in Betrieb gesetzt. Tiberius musste Agrippa Witwe Julia heiraten. Er hoffte es ertragen zu können, wenn es ihm gelang, ständig beim Heer zu leben und nie zu Hause zu sein. Was er damit erreichte, war, dass die Strohwitwe Julia ein öffentlicher Skandal wurde, und Augustus, der alles scheitern sah, sich in einen Vulkan verwandelte, wie zu alten Zeiten. Bei einem der wenigen längeren Aufenthalte des Tiberius in Rom kam es zwischen beiden zu einem furchtbaren Zusammenstoß, Tiberius, ohne Furcht wie stets, muß dem allmächtigen alten Manne Dinge gesagt haben, die einen anderen den Kopf gekostet hätten. Tiberius war ein patrizischer Claudier durch und durch, Nachkomme des berühmten Appius und trug das Blut von lauter starkköpfigen, skurrilen Graf Luckners in sich. Wie seine Vorfahren war er stockkonservativ, pessimistisch, philanthropisch und sehr verschlossen. Er empfand Augustus als abenteuerlichen Emporkömmling, das ganze Prinzipat als Heuchelei und Julia als ein reines Brechmittel. Was sie bestimmt nicht war, denn Ovid, dem man Feinfühligkeit nicht absprechen kann, war auch mit ihr im Bett. Nach der schrecklichen Auseinandersetzung warf Tiberius dem Prinzeps alle Ämter inklusive der tribunizischen Macht vor die Füße und ging fünf vor Christus freiwillig in die Verbannung nach Rhodos. Erst sieben Jahre später wurde er von Augustus zurückgeholt und als letzter übrig gebliebener Kronprätendent, der Not gehorchend, adoptiert. Eine leere Versöhnung, von Seiten des Augustus aus Verzweiflung, von Seiten des Tiberius aus Staatsräson. Julia war nicht mehr da, ihr Vater selbst hatte sie verbannt, fast tat sie Tiberius jetzt leid. Rom war ihm verleidet. Wie sollte das nur werden, wenn Augustus tot sein würde? Er drängte sich zu Heereskommandos am Ende der Welt. Das Ende der Welt war damals zum Beispiel Germanien, nicht weil es als so entfernt empfunden wurde, sondern weil der Furor Teutonicus immer noch als das Dunkelste und Geheimnisvollste in den Köpfen der Römer spukte. Mit Recht. Der Norden und Westen Germaniens waren die indianischen blutigen Gründe. Im Süden aber sah es ganz anders aus. Im heutigen Schwaben und Bayern saßen schon lange bevor Legionen dorthin gelegt wurden, römische Kaufleute hatten sich regelrecht angesiedelt, Handelsniederlassungen gegründet und langsam tropfenweise römische Kultur einsickern lassen. Tiberius konnte ohne große Schwierigkeiten die Donau zur natürlichen Grenze bis hinunter nach Ungarn machen. Es wurden Wälle und Kastelle angelegt und Städte gegründet, in denen man wie in Rom auf Wasserspülklosetts ging, statt hinter den Busch. Kaufläden säumten die gepflasterte Hauptstraße ein, man wohnte in Steinhäusern, man hatte geheizte Thermen, man ging auf dem hintersten Rang ins Garnisontheater. Noch heute sagen die Bayern, wenn sie auf die Preußen wütend sind, also immer, wir haben schon mit Messern und Gabeln gegessen, als ihr noch auf den Bäumen saßt. Das mit den Bäumen stimmt natürlich nicht, auch im Norden hätte ein Mann mit Stierhörnern auf dem Kopf wie auf uns ein Soldat mit Pickelhaube gewirkt, nicht sehr komisch, aber doch überholt. Man aß immer noch aus Steingutschüsseln und von Holzbrettern und wohnte in Dörfern inmitten riesiger Wälder, und immer noch bestrafte man eine Ehebrecherin mit dem Tode, statt sie interessant zu finden. Aber wer und was Rom war, wussten die führenden Köpfe genau. Man hatte es kennengelernt wie eineinhalbtausend Jahre später Martin Luther, verschüchtert hin, verachtend zurück. Es gab viele, die dort jahrelang als Geiseln gelebt hatten, unter ihnen der Jüngling, der fast Roms Schicksal geworden wäre und dessen Auftritt gleich fällig ist, ein Sohn aus vornehmem fürstlichem Hause, der junge Chirusker Armin, römischer Leutnant der Reserve. Er war Mitte zwanzig, als er heimkehrte und das Werk begann, von dem die Römer nichts ahnten, die Einigung der Germanen im Hass gegen Rom. Hass kann etwas sehr Dummes, er kann auch etwas Lebensnotwendiges sein, nur muss man wissen, was man unter Leben und Lebenswert versteht. Die Germanen glaubten es zu wissen. Eine einzige Fehlentscheidung des Senats, die falsche Besetzung des Statthalterpostens am Rhein mit einem Höfling namens Quintilius Varus, beschleunigte den Countdown. Varus und seine Offiziere schlugen gegen die Germanen einen ganz neuen Ton an. Sie benahmen sich wie die Franzosen 1923 an der Ruhr. Ihre Reitpeitschen ersparten Arminius viel Arbeit. In einer Sturm- und Regennacht im September des Jahres 9 nach Christus überfiel Arminius den mit drei Legionen durch den Teutoburger Wald ziehenden Römer und vernichtete nach dreitägiger Schlacht das ganze 20.000 Mann starke Heer. Varus beging Selbstmord. In Eilmärschen kam Tiberius herauf und rettete wenigstens die Rheingrenze. Es war die größte Niederlage der Römer seit 100 Jahren. Arminius hat es gewagt, das römische Volk nicht in den Anfängen der Macht, sondern in seiner höchsten Stärke und Blüte des Reiches herauszufordern. Tacitus. Das große Germanische Reich kam nie zustande. Arminius wurde vom ewigen deutschen Judas verraten und ermordet. Dennoch wurde die Schlacht im Teutoburger Wald ein weltgeschichtliches Ereignis. Mitteleuropa entging der Romanisierung. Zum Glück zum Unglück? Augustus ließ den eisernen Vorhang fallen und die Preußen blieben auf den Bäumen sitzen. So wurden sie spät in und blieben lange jung. Der Prinzeps war alt und müde. Er winkte Tiberius zurück. Er wollte den Rest seines Lebens in Frieden verbringen. Dieser Rest waren noch fünf Jahre. Eine lange Zeit. Eine kurze Zeit. Je älter man wird, desto schneller verfliegen die Jahre. Es ist eine große Gnade, nicht zu erschrecken, wenn man das Abendrot sieht. Augustus scheint trotz des immer schwächer werdenden Körpers und der ewig quälenden Krankheiten geduldig und ruhig gewesen zu sein bis zum Tode. Das Ende überraschte ihn, oder auch nicht, auf einer Erholungsreise, die ihm die Ärzte nach dem heilsamen Süden empfohlen hatten. Am 19. des nach ihm benannten Monats, im Jahre 14 nach Christus, starb er 76-jährig in Nola bei Neapel, in dem gleichen Hause und dem gleichen Gemach, in dem sein Vater gestorben war. Ein großes Geleit brachte den Toten nach Rom. Das Volk zog ihm entgegen und gebärdete sich als nahe der Weltuntergang. Am Stadttor nahmen Senatoren die Bahre auf die Schulter und trugen sie zum Marsfeld, wo der Leichnam des Erhabenen nach feierlichen Ehrenbezeugungen vor dem Tempel Cäsars und vor der Curia im Angesicht des Volkes verbrannt wurde. Die Asche, eingesammelt von barfüßigen Rittern, setzte man in seinem Mausoleum im Norden Roms am Ufer des Tiber bei. Im vierzehnten Kapitel tritt Tiberius das Erbe des Augustus an, sehr gegen seinen eigenen Willen. Ein vorzüglicher Herrscher, aber sein Unglück sind seine demokratische Überzeugung, die keiner mehr wünscht und ihm keiner mehr dankt, sein düsterer Pessimismus, der allen drauf Loslebenden den Spaß verdirbt, und seine Pressefeindlichkeit, für die sich Sveton und Tacitus wie üblich durch Rufmord rächen. Sonst ereignet sich nicht viel im Vergleich zu dem, was gleich kommt. Die Macht der Gewohnheit, die ungeheure Macht des nichts anderes kennen ließ das Volk zum Palatin hinaufblicken mit dem Gefühl des Verlassenseins. Die Menschen bis zu einem Alter von fünfzig Jahren und mehr hatten mit Bewusstsein nichts anderes erlebt als das Prinzipat des Augustus. Weit, weit zurück lag die Zeit der Machtkämpfe, der Revolutionen, der Banden, der Aufstände. Seit vierzig Jahren floss das Leben in nie gekanntem Gleichmaß dahin, durch Augustus abgeschirmt gegen Eruptionen, abgeschirmt gegen Opfer an Leib und Seele, nur noch zur Verfügung der persönlichen Entwicklung. Da standen nun die Persönlich Entwickelten und warteten darauf, dass es so weitergehen würde. Ganz sicher hatte niemand von ihnen das Empfinden, unter einem Kaiser gelebt zu haben, dann wäre das Hangen und Bangen jetzt nicht so groß gewesen. Nein, Augustus war nicht etwas so Einfaches wie ein Kaiser gewesen, oder König oder Monarch, sondern etwas viel komplizierteres, der Gesegnete, der vom Schicksal geschickte, der Mann mit dem roten Telefon zu den Göttern. Kein Zweifel, einmal und wahrscheinlich nie wieder. Das Auserwähltsein konnte Augustus nicht vererben. Aber vielleicht hatte er Tiberius wenigstens mitgeteilt, welche Telefonnummer man zum Olympus wählen mußte. Und vielleicht hob, wenn nicht Jupiter, dann wenigstens Augustus selbst ab. Kein geringerer als ein Prätor hatte nach der Verbrennung des erhabenen Toten unter Eid ausgesagt, er habe die Gestalt zum Himmelsblau emporschweben sehen. Ja, es gab Tiberius. Er behauptete zwar die Telefonnummer nicht zu wissen, aber der Senat glaubte ihm nicht. Tiberius lehnte mehrmals ab, so oft, dass der Senat seine Bitten schon als beschämend zu empfinden begann. Auch das Volk hielt sein Weigern für Koketterie und war verärgert, dass Tiberius diesem feierlichen, festlichen Moment den ganzen Schmelz und Glanz nahm. Als er endlich nach aufrichtigem Gewissenskampf zusagte, hatte er es geschafft, sich selbst um die erste Glorie zu bringen. Es war ihm egal, nicht aus Menschenverachtung, sondern aus Verachtung der menschlichen Eitelkeit. Er fühlte nichts von einem Augustus in sich, er fühlte sich als kommissarischer Beamter. Die Macht, die in seiner Stellung als Prinzeps lag, war ihm sehr wohl klar, aber er war entschlossen, sie nicht zu gebrauchen, es sei denn im Militärischen, wo er sich kompetent fühlte, oder als Hüter der Gesetze. Der Senat, den Augustus so oft wie möglich aufgesucht hatte, bekam Tiberius kaum noch zu sehen, das Volk gar nicht mehr. Der alte Aristokrat ließ sich seine Überzeugung nicht durch den Glücksfall seiner immensen Erhöhung abkaufen. Er blieb sich treu, er war nicht der Stephan Georgische, der Herr der Welt ist, der sich wandeln kann. Infolgedessen ist es nicht verwunderlich, was weder die Römer noch spätere Geschichtsschreiber verstanden, dass er als erstes die Machtbefugnisse des Senats erhöhte, ihm die Gerichtsbarkeit zurückgab und dazu das Recht der Beamtenbestallung fügte, das bisher bei der Volksversammlung gelegen hatte. Der Senat stutzte, das Volk stutzte, der Senat quittierte es ohne Dank, das Volk mit Murren. Das Murren der Plebs konnte Tiberius verstehen, den Senat nicht. Er hatte nicht mit Dankbarkeit gerechnet, aber doch wenigstens mit politischem Verständnis. Sahen die Senatoren nicht, dass sie wieder zu dem Instrument erhoben werden sollten, das sie in den großen herrischen Zeiten gewesen waren? Sie sahen es. Jedoch, instinktsicherer als Tiberius, empfanden sie den Preis als zu hoch, die Unpopularität des Prinzeps, die Degradierung des unentbehrlich gewordenen Suggestionsmittels auf das Volk. Es dauerte nur ein paar Jahre, da hatte Tiberius im Senat mehr Feinde als Freunde. Er gewöhnte sich immer mehr an, allen Festen und Feiern er hasste die blutigen Zirkusspiele fernzubleiben. Ausgenommen die Ehrungen für Cäsar und den inzwischen ebenfalls vergöttlichten Augustus. Wurde er selbst mit Augustus angesprochen, so zuckte er zusammen. Er verbot jede Devotion und nahm dem nach Mystik hungernden Volk damit alle Freude. Die Münzen, die geprägt wurden, trugen nicht mehr das Bildnis des Prinzeps, sondern eine Hoheitsinschrift des Senats eine Kette von charaktervollen, aber unseligen Entschlüssen eines Mannes, der auf den Platz eines Generalissimus oder Statthalters oder Gutsbesitzers gehörte. Tatsächlich verwaltete er die Arbeitsgebiete, denen er sich laut Gesetz nicht entziehen konnte, hervorragend, niemals wurden die Provinzen so sauber geführt, die Beamten zu solcher Korrektheit angehalten wie unter seiner Hand. Überall im Reich konnte der Bürger, auch der geringste, ein Gefühl absoluter Sicherheit und Gerechtigkeit haben, unbestreitbar viel mehr als unter Augustus. Als Soldat besaß er so viel Erfahrung wie einst Agrippa, wenn auch nicht dessen Schussgenialität. War eine militärische Frage mit Politik in entscheidendem Sinne gekoppelt, so hielt er sich an den Instinkt des Augustus und seine Beispiele lauter vernünftige selbstlose entscheidungen aber sie traten ebenso wenig ins scheinwerferlicht wie er selbst er vergrub sich immer mehr ein menschenscheuer sonderling an seiner stelle pflegte seit einiger zeit der kommandeur der stadtgarnison prätorianergarde der bulle sejanus zu repräsentieren dieser sejanus zerrbild seines redlichen vaters der auch schon prätor in rom gewesen war Gedachte, etwas Leben in die Historie zu bringen, was ihm auch gelang. Unter der Maske des aufopfernden Dieners, nie servil, sondern als soldatisch kurze, ehrliche Haut, schlich er sich in das Vertrauen des sonst so Misstrauischen ein, nahm ihm alles Lästige ab und machte ihm schließlich klar, dass die Dinge bestens von selbst liefen und der Prinzep sich ein Ruhepäuschen von ein oder zwei Jahren als Einödpensionär auf Capri gönnen könne. Tiberius liebte Capri und verabscheute Rom und packte tatsächlich die Koffer. Als er weg war, der Senat empfand das als eine Nichtachtung ohnegleichen, stellte Sejanus seine Besucher auf dem Palatin nicht ein und es dauerte nicht lange, da konnte er es riskieren, eines Tages mit blitzendem Harnisch und schwellenden Gliedern auch in das Schlafzimmer von Livilla zu klirren, die keine geringere als Tiberius Schwiegertochter war. Livilla hatte sich ihr Lebtag in der Lage einer sogenannten grünen Witwe befunden, was die Sache erklärt, aber nicht entschuldigt. Es wird Sie nicht verwundern, daß Tiberius einen Sohn hatte, auch nicht, daß er erst so spät auftaucht, und auch nicht, daß er schon erwachsen und verheiratet war. Aber es wird Sie verwundern, wie rasch er starb, als Sejanus und Livilla im Bett nach getaner Arbeit den Entschluß faßten, Zusammen Herr und Frau Prinzeps zu werden. Eines Tages schmeckte dem Tiberiussohn der Wein etwas merkwürdig, und ehe er seine Gemahlin auffordern konnte, doch mal zu kosten, war dieselbe bereits in der von Zejanus programmierten Lage, ihm die Augen zudrücken zu können. Die Nachricht vom Tode seines Sohnes schmetterte Tiberius vollends nieder. Er war ahnungslos und haderte mit allen Göttern. Er wollte nichts mehr hören, nichts mehr wissen und war geradezu dankbar, als Sejanus die ehrliche Haut ihm vorschlug, auf Capri zu bleiben und alle Vollmachten getrost in seine Hände zu legen. Tiberius tat es. Und hier in dieser Stunde hat er geschichtlich versagt. Der pflichtbewußte Mann vergaß zum ersten Mal seine Pflicht. Was hätte er gesagt, wenn ein Soldat seinen privaten Kummer über seinen Eid gestellt hätte? Was hätte er gesagt, wenn ein Kommandeur in einem Kommando geblieben wäre, von dem er wusste, dass er es nicht erfüllen würde? Tiberius hätte in diesem Augenblick abdanken müssen. Sein einziger Sohn lebte nicht mehr, sein Tod befreite ihn von der Frage, diesen Sohn als Nachfolger betrachten zu dürfen oder nicht, sofern er überhaupt an ihn gedacht hat, was ich nicht glaube. Denn so wenig er Augustus gemocht hat, so sehr war ihm doch dessen politischer Wille stets heilig gewesen, und Augustus hatte nach dem Tod seiner eigenen Enkel die Drususlinie als Erben gesehen. Er hatte mit dem Finger auf Drusus gezeigt, und als Drusus bei dem Sturz vom Pferde starb, hatte er zwar Tiberius eingesetzt, aber wieder auf die Drusus Söhne als nächste Generation gedeutet. Warum erlöste sich Tiberius nicht selbst aus der Qual seines Amtes? Er ersehnte es doch. Es gibt keine andere Antwort auf diese Frage als den Namen Sejanus. Es war diesen Satan von Borja Kaliber ernst mit seinen Plänen, und in diese tollkühnen Pläne passte ein Personalwechsel überhaupt nicht. Tiberius' Nachfolger sollte Sejanus heißen. Er war es, der den kontaktarmen, uninformierten Tiberius darauf festnagelte, seinen Posten nicht verlassen zu dürfen mit generalvollmachten versehen fast als stellvertreter reiste sejanus nach rom zurück um nun den zweiten teil seines planes zu verwirklichen die beseitigung aller persönlichen gegner die prätorianergarde vor kurzem noch eine kleine truppe inzwischen auf fast 5000 mann geschwollen war vom senat immer als schutz empfunden worden jetzt wurde sie zum ersten mal eine drohung doch Sejanus hatte nicht die Absicht, sie auszuspielen, um dann vielleicht Tiberius sofort auf dem Hals zu haben. Ihm genügte die Drohung. Der Senat hatte Angst. Sehr gut. Sejanus hatte sich einen ganz anderen Handlanger wider Willen ausgedacht. Den Senat selbst. Es gab ein Gesetz, das nicht nur die Verunglimpfung der Götter mit dem Tode bestrafte, sondern auch die geheiligte Gestalt eines Augustus vor Beleidigung schützte. Keine Seele hatte je daran gedacht, es zu praktizieren, keine Seele hatte allerdings auch bisher Anlass dazu gegeben. Jetzt gab es Anlässe ohne Zahl, denn alles schimpfte auf Tiberius. Dieses Gesetz gedachte Sejanus zu seiner Waffe und den Senat zum Henker zu machen. Eine Welle von Majestätsprozessen sollte über Rom hereinbrechen, wie ein Jahrtausend später die Inquisition. Da alles auf den Anfang ankam, bereitete Sejanus den Boden im Senat, der die Gerichtshöfe bildete, sorgfältig vor. Mit großem Erfolg, die ersten Urteile lauteten auf Tod. Es ging los. Sogar die Reihen der Senatoren lichteten sich. Keiner fühlte sich mehr sicher, jeder wollte Brücken bauen, die Zahl der gefügigen Kreaturen wuchs. Niemand raffte sich auf, den Senatoren war der Schneid abgekauft und das Rückgrat gebrochen. Das scheint manchmal rasch zu gehen, eine Schar von Eunuchen. Der Großinquisitor war auf dem Wege, allmächtig zu werden. Er konnte an den letzten Schritt denken, doch es kam nicht dazu. Eine Frau rettete Rom. Unter Lebensgefahr schmuggelte sie hinter dem Rücken der Sejanus-Schergen einen Brief an Tiberius, in dem sie von dem Schreckensregiment des Prätors, den Hunderten von Todesurteilen und der Ermordung des Tiberius-Sohnes durch Sejanus berichtete. Tiberius las und war einem Herzschlag nahe, als er die Unterschrift sah. Antonia. Antonia, seine Schwägerin, Tochter der Octavia, Witwe des Drusus, alle Zweifel an der Wahrheit waren für ihn ausgeschlossen. Die Schnelligkeit und Verschlagenheit, mit der Tiberius jetzt reagierte, ist erstaunlich. Er ließ Sejanus eine Falle stellen, in die der Prätor prompt hineinstolperte, ließ ihn verhaften, am gleichen Tage noch anklagen, am gleichen Tage zum Tode verurteilen und am gleichen Tage hinrichten. Jetzt war der Teufel los, die Gegeninquisition begann. Tiberius ließ alles hinrichten, was den Geruch von Sejanus an sich hatte. Er war nicht wiederzuerkennen. Er war plötzlich ein schwarzer Panther, der den Käfig seiner Umnachtung aufgebrochen hatte und seine ungetreuen Wärter riss. Rom war von Angst und Schrecken gepackt. Der Tod war umgegangen, als Sejanus ein großer Herr war, und der Tod ging um, nun Sejanus nicht mehr lebte. Die Menge flehte zu den Göttern, Octavian Augustus möge wiederkommen. Eines der letzten Opfer des rächenden Tiberius war Livilla. Das Ausmaß der Tragödie wird Ihnen klar werden, wenn ich Ihnen sage, wer die Mutter Livillas war, jene Antonia, die Tiberius den Brief schrieb. Da steigt plötzlich der furchtbare Verdacht auf, dass das ganze Haus der Julia Claudia eine Mördergrube war, in der seit Marcellus sieben Thronanwärter ihr Ende gefunden hatten. Und immer sind es Frauengestalten, Frauen mit undurchdringlichen Zügen, die uns aus dem Dunkel anschauen. Das Blut von drei Familien ist durch sie durcheinander geschüttelt worden, und mit dem Blut auch der Ballast der Vergangenheit. Octavians Schwester Octavia hat die Brut des Antonius hinterlassen, aus der Antonia die Briefschreiberin und Livilla die Mörderin hervorgingen. Agrippa, der getreue Agrippa, hat mit Pomponia die Tochter Vipsania Agrippina gezeugt, welche mit Tiberius verheiratet wurde, bis dieser sich auf Befehl von Augustus von ihr scheiden ließ. Sie beging Selbstmord, in zweiter ehe zeugte Agrippa mit Julia, der zügellosen Tochter des einst zügellosen Octavian, ebenfalls eine Agrippina, aus deren Ehe mit dem Drusussohn Germanicus Caligula hervorging, das Ungeheuer auf dem Kaiserthron. Und was ging hinter der Stirn von Livia, der geliebten Livia, vor? die von Octavian verführt und von der Seite ihres Mannes weggerissen worden war, und die allein wissen konnte, ob Drusus der geheime Sohn des Augustus war oder nicht. Livia, die aus der Augustuslinie drei Thronanwärter sterben sah, bis endlich ihre eigenen Söhne in der Nachfolge dran waren. Viele alte Historiker haben versucht, hinter das Dunkel zu kommen und das Rätsel zu lösen. Es ist ihnen nicht gelungen, weil es wahrscheinlich kein Rätsel gibt. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass unter den Augen des Augustus Furien am Werke waren. Er war ein guter Menschenkenner und hatte Tausende von Informanten. Ein sehr guter Menschenkenner war auch Mäzenas, und er hat nie einen Verdacht geäußert. Eine wachsame, hellhörige Mutter war auch Julia, die sonst so fröhliche, sorglose Witwe. Und Dr. Antonius Musa lebte noch. Er konnte Tollkirsche von Blaubeeren sehr gut unterscheiden und hätte niemals einen Totenschein ausgestellt, den es damals wörtlich genommen noch nicht gab. Gruseln ist sehr unterhaltsam, ich weiß, aber es ist noch zu früh dazu. Gedulden Sie sich noch ein paar Minuten. Die Energie des Tiberius stürzte nach dem Aufzucken der Stichflamme ebenso schnell wieder zusammen. Während er nun das Leben eines reinen Eremiten, eines düster vor sich hinbrütenden, freiwilligen Verbanden führte, erhitzte sich die Phantasie des Volkes in Vermutungen von blutrünstigen Plänen, ausschweifenden Orgien und Wahnsinnsanfällen des Tiberius. Die Verleumdungen, erst ein ängstlicher Windhauch, dann ein dicker Smog über der ganzen Stadt, fanden begeisterte Ohren, und zwischen Schauern, Furcht und Wollust, Wuchs die Gestalt des fernen einsamen Prinzeps zu einem Teufel empor. Sogar Tacitus, eine Generation später, war diesem Smog erlegen. Er ist der Hauptschuldige an dem verzerrten Bild eines unglücklichen Herrschers wider Willen. Die Menschen haben, je blinder sie sind, einen umso größeren Bedarf an Lügen, die sie ihre Netzhauttrübung vergessen lassen. Schöne Lügen vereinfachen ihnen die schwer erkennbare Welt und geben ihnen das Gefühl, herrlich scharf zu sehen. Tiberius war inzwischen ein Greis von fast achtzig Jahren geworden. Im Frühjahr 37 nach Christus rang sich der alte Mann dazu durch, nach Rom zurückzukehren. Aber er war der Aufregung nicht mehr gewachsen. Noch auf der Reise machte ein Herzschlag seinem Leben ein Ende. Als der Leichnam in Rom eintraf, stand der Pöbel an den Straßen und schrie, in den Tiber mit ihm. Der Tod des alten Herrschers ist in den Weiten des Reiches nicht einmal als leises Beben wahrgenommen worden. Das Imperium war eine Justiz- und Militärmaschine geworden, die mit der Präzision eines Roboters arbeitete, auch mit seiner Gefühllosigkeit. Die letzte Perfektion hatte Tiberius ihr gegeben kein noch so schlechter späterer Kaiser hat darauf Einfluss gehabt. Deshalb ist es tatsächlich so, wie manche Historiker sagen, von nun an gibt es bis zum Einbruch der fremden Völkerschaften eigentlich keine Geschichte des römischen Reiches mehr, dessen Pulsschlag so monoton wie das Ticken der Uhr ging, es gibt nur noch eine Geschichte der Kaiser, die sich durch Gewohnheit eine Existenzberechtigung gegen alle Natur geschaffen haben, und die nachwachsen wie die Köpfe der Hydra, sobald man einen abschlägt. Sie bilden nicht mehr das Herz und nicht mehr das Hirn des Reiches. Die ganze Einrichtung ist ein Luxus, den man sich leistet, damit das geheimnisvolle Wort Staat etwas wird, was man anfassen, anstarren und beriechen kann. Man ist gleich Rom. Nur Rom. Alles andere ist Wirtschaftsgebäude. Das Eigenleben der Reichshauptstadt war schon zu Tiberius Zeiten so stark, dass man von den Dingen, die da draußen passierten, kaum noch Notiz nahm. Einschneidende konnten es nicht sein. Nicht einmal Gefallene pflegten mehr, römische Familien zu betreffen. So konnte es geschehen, dass anfangs der dreißiger Jahre in der Hauptstadt einer Provinz im Osten ein angeblicher König hingerichtet wurde, ohne dass auch nur ein Wort davon nach Rom drang. Hätte Tiberius zufällig davon gehört, so würde er die Hinrichtung untersagt haben, denn der Betreffende, von dessen Art es damals viele gab, wäre ihm gar zu unwichtig erschienen. Der Schauplatz war Jerusalem. Bei einer ordentlichen Untersuchung, die es aber angesichts des aufgeputschten Pöbels nicht gab, wäre auch herausgekommen, dass sich der arme Delinquent keineswegs als König bezeichnet hatte, also auch keine Gefahr für die Ordnung darstellte. Jedoch, es wurde von den Drahtziehern so hingebogen, wie der Zettel beweist, der den Vorschriften gemäß über dem Hingerichteten angebracht werden und außer dem Namen auch die Anklagebegründung enthalten mußte. Auf dem Zettel stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Es tut mir leid, sagte der Römer Pontius Pilatus, Prokurator von Judäa. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Es ist ein reiner Justizmord der jüdischen Priester. Aber wenn sie es auf das politische Gleis abschieben, bin ich verpflichtet einzugreifen. Man hätte diesen Jesus geringer bestrafen können, aber die Juden wollten ihn ja gekreuzigt sehen. Ich bin auf meinen Posten noch von Zejanus befördert worden. Zejanus ist gestürzt und ich kann mir daher in diesem Augenblick keine Beschwerde der Juden in Rom erlauben. Dieser Mann tut mir leid. Er hat bestimmt nichts anderes getan als was heutzutage mindestens zwei Dutzend Schwärmer tun, nämlich Jupiter verleugnen, im Vertrauen, ich bin auch nicht im alten Sinne gläubig, und sich unter allerlei Wunderkrimskrams als Messias auszugeben. Na ja, er hat es überstanden und wir wollen es zu dem Übrigen legen. Ja wirklich dieser Mann aus Nazareth war der friedfertigste und bescheidenste unter den vielen gesalbten Christus und monotheistischen Propheten die damals den Orient durchzogen weit bedeutender als dieser Nazarener schien zum Beispiel Apollonius aus Kappadokien der als ein neuer Stern erster Größe leuchtete während Jesus schon fast vergessen war und als es Shaul, gleich Paulus, gelang, die Lehre des Nazareners zu retten, da war Apollonius immer noch gleich stark, so daß Kaiser Alexander Severus, kurz nach 200, in seiner Gebetsnische neben Jesus das Bild des Apollonius stehen hatte und vorsichtshalber zu beiden betete. Noch sind es bis dahin 150 Jahre und zur Zeit des Tiberius interessierte es in Rom noch niemanden, ob und wer von den vielen Propheten, Wanderpredigern, Erweckern und Messias eine Chance haben würde. Es war Paulus aus Tarsos, der erfasste, wo die Chance lag und wer die Träger der Jesuslehre sein mussten, die Unterdrückten und Versklavten, jene für die Jupiter, der Gott der Sieger, nicht da war. Paulus durchwanderte zu Fuß Zehntausende von Kilometern der römischen Welt und erreichte die fernsten und ärmsten Dörfer, Weiler, Gruben, Bergwerke, Strafkolonien, wohin kein Priester je gekommen war. Paulus war ein neuer Spartacus, der mit der sanften Kunst des Jiu-Jitsu statt mit dem Schwert wiederkam. Das Bild ist um nichts übertrieben. Sogar das Kreuz, an das einst die besiegten Sklaven genagelt worden, wiederholte sich. Die Umwandlung des Kreuzes vom Symbol der Marter in das Symbol der Jenseitsgewissheit zündete bei den Unterdrückten und Sklaven sofort. Das Leben war wieder erduldenswert. Ohne, dass Rom es merkte, hatten sich Tausende und Abertausende von Jupiter, dem Gott der Sieger, abgekehrt und der Jenseitsverheißung des neuen Gottes zugewandt. Aber auch in Rom selbst war etwas im Umbruch. Es war die Zeit der großen seelischen Unruhe. Ein halbes Jahrtausend lang hatten die Römer gemeint, mit ihren Göttern als Bankdirektoren und Justizministern auskommen zu können. Jetzt begann man, die Trockenheit unerträglich zu finden. Es ist sicher richtig, was Frank Thies sagt, daß einem Umschwung von diesem Ausmaß immer eine Erhitzung vorausgehen muß, ehe er zustande kommen kann. Eine gedankliche Erhitzung. Ja, eine gedankliche Erhitzung war da, und sie lag auf einem überraschenden Gebiet einer bis ins fiebrige gesteigerten Sinnlichkeit. Rom entdeckte, dass es etwas versäumt hatte. Das Orgiastische wohnt immer sehr nahe bei dem Orgastischen. Die oberen, wenn nicht zehntausend, dann zumindest tausend. Die oberen tausend gingen zwar an Festtagen noch in den Tempel, aber privat probierten sie den Sinnenreiz neuer Mystik aus, indem sie in geschlossenem Freundeskreis den aus Ägypten importierten Isiskult nachäfften oder den phrygischen Attiskult, der so kribbelnd mystisch das Sinnliche ins Übersinnliche erhob. Aus dieser dekadenten Atmosphäre kam des Tiberius Nachfolger, der an der Bahre des Verstorbenen mit Krokodilstränen im Auge schon bereitstand, der 25-jährige Jüngling Gaius Claudius Nero, genannt Caligula, das Stiefelchen. Er wurde der erste wirkliche Kaiser Roms.